Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Part Max Payne 3. So, und ich fasse es einfach nicht. Ich habe jetzt noch ein erfolgreiches Absolvieren dieser Stelle angehängt an das letzte, an den letzten Part, und ich fasse es einfach nicht. Ich habe mir die Zähne ausgebissen an diesem Spasti die ganze Zeit. If I didn't hurry, Becker would be long Halt's gone. Maul, Max. Halt's Maul. Meine Güte, ganz ehrlich. Und dann kill ich den einfach aus der Deckung raus mit im, ja, aus der Deckung rausballern. Einfach mal so, just vor lustig. Ist wenigstens genug Ammo drin. Ja, wahrscheinlich. Kannst du behalten. Will ich nicht. Ich glaube, ja, schon wir mal dieses Ding damit. Da liegen, glaube ich, noch ein paar mehr von rum. Mal gucken. Passt ja leider nicht jede Ammo überall rein. Wo sind denn die ganzen Spasten hier? Gut, nehmen wir mal mit. Aber ich glaube, das war hier auch noch nicht alles. Ich glaube, da kommt noch was Mieses. Ja, kann man nehmen mal hier schön den Durchgang, anstatt hier alles kaputt zu deppern. Ah, Pizza. Das Salami. Ey, jetzt haben wir sogar noch einen Painkiller übrigens. Waren, da steht auch, ist auch noch einer drin. Boah. Ja, ach. Haben wir noch einen Laptop zum Untersuchen? Und man sieht gar nicht, man sieht nur diesen Polizisten, mit dem er. Den habe ich gerade erkannt. Mit dem wir da vorhin oder letztens unterwegs waren. Eine kleine Kantine. Tabletten haben wir keine, ne? Schade, aber ich gucke mich hier nochmal weiter um. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Tabletten. Oh, was haben wir hier? Zum Untersuchen? Ja, ich lasse das einfach mal unkommentiert stehen. Oh, was ist das eigentlich für eine Knarre? Saffen.40. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. Okay, hier sind wir jetzt. Sieht auch, I'd spent na, my es ist so eine career Art dozing off in the briefing room. Now wasn't the Besprechungsraum. time. Ja, ich geb dir gleich. Hier. Kann man die Präsentation mal kurz abspielen? Nova Esperanza. Das haben wir doch schon mal gehört von, ne? Okay, das ist wohl so eine Art Plan. Der Masterplan von den Jungs hier. Serrano? Ja, Kommando Sombra. Mehr verstehe ich nicht. Familia Branca. Und da wird auch der Max einfach mal so abgebildet. Da auch alle. Okay, Max Payne wird da auch erwähnt. Raul Passos. Ach, das war's dann schon. Okay, dann gehen wir mal raus. Und ja, ab durch die Mitte hier. Ja, alles sehr schön hier. Da hinten war noch einer, ich hab's gesehen. Hallöchen. Ey, hey, ich sag bloß, es läuft mal wieder. Einigermaßen. Boah, die hab ich beide erwischt. Aber der lebt noch. Ey. Meine Güte. Da wollte ich es gerade mal nicht hinkriegen, den Kopf anzuvisieren hier.
Oh, Money, Money, Money. Nee, das ist kein Money. The fuck? Das sind Drogen oder was? Nach Marihuana, so ein bisschen, jedenfalls. Ach, haben wir hier auch noch so ein Räumchen, denn. Habe ich eben von der anderen Seite gesehen, da habe ich lang dran gestanden und habe geguckt und habe nichts gesagt. Das kriege ich meistens mal wieder hin hier, hä? Ne, bin mal gespannt, das war bestimmt noch nicht alles. Oh ja. Ah! Das war der letzte, unterbrech. Dann haben wir hier mal wieder eine. It was starting to feel as if I'd never leave that place. Eine Stelle like geschafft. One of those nightmares where you keep running and running, only to discover you're chasing yourself. Oh je, ja, ich glaube, in dem Polizeirevier bleiben wir noch ein wenig. Find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. So, was haben wir? Oh, ich habe mal wieder mal ein Waffenarsenal. Kann man hier auch irgendwas mitnehmen? Eine komische Pistole, sieht aus wie so ein 1911er. Nö, irgendwie hätte ich doch gerne mal das behalten, was ich gerade habe. Gefällt mir irgendwie. Haben wir hier noch? Ey, Messer, hä? Ein paar Messer mitnehmen oder noch ein Revolver? Nein, eine Revolver nehme ich nicht mit. Ich schaue mir jetzt erstmal hier noch an, was da so gibt. Irgendwo gibt es auch noch eine Schutzweste in dem Kapitel. Ich glaube, das dürfte nicht mehr weit sein. Oh. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. Okay. Dann finden wir mal da hier einen Weg raus. Ist er das nicht? That would have been too easy. The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Oh Gott. Tschüss hier. Aber ich war es nur der eine. Ach nö, Max. Nein, nicht dein Ernst. Du hast mal wieder deine Waffe liegen lassen. Die hast du doch in dem scheiß Lüftungsschacht mitnehmen können. Come on. Kurz zuvor noch ein fettes Waffenarsenal, wo man dann noch schöne Waffe mitnehmen hätte können. Habe ich mal nicht gemacht. Ja, und dann einfach sowas. Einfach mal Waffe liegen lassen. Ja, du bist mir ein richtig toller Max. Ein richtig toller. There it was, the tape from the Bronco security system. Oh je, jetzt sieht der Max, was wirklich ist. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela, Bachmeier. Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. Bachmeier. Ja, wahrscheinlich. Wie sie alle irgendwie so deutsche Namen haben, ne? Richtig, abartig. So, ich verstehe nicht. Immer lässt er die Waffe liegen, der Max. Menschensmeiers. Menschenskinners. I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. Nee. Ich habe noch nicht genug gesehen. Ich muss jetzt hier erst noch ein paar Bildschirme zerdeppern. So. Hier kriegen wir jetzt bestimmt Besuch. Wir müssen den mit der Pistole empfangen. Da ist ein Aufzug. Bumm, da ist zu. Na prima. Kommt mir irgendwie so leicht bekannt vor, die Location. Hier ist ein paar Stockwerke weiter oben, weiter unten, sonst wo, oder ist das dieselbe Location? Ja.
Nee, nee, nee. Ich hab noch keinen erwischt. So, bitteschön. Wie die aber auch immer ihre Köpfe wegdrehen, du. Ja, Wahnsinn. Oh, Magazin leer. Fuck you. Da war noch einer. Shit. Ah, Drecksäcke, wie sie sich immer versteckeln doch. So, komm mir nicht zu nah. So, ich hoffe, dass ich jetzt mal hier wieder gib Waffe her. I couldn't get that tape out of my head. Why had Uwe killed Rodrigo? I wasn't gonna find any answers in the forensics lab. I had to push on. Ja, ja, du hast dich zu beeilen, ist klar. Naja, gut, ist zwar nicht so viel Munition jetzt hier, aber immerhin meine automatische hier. Gut, dann gehen wir mal weiter. Irgendwas zu finden gibt's hier nicht. Jedenfalls sieht's jetzt nicht so aus. Painkillers-mäßig. Nicht? Kein Palenkiller? Palenkiller, ja. Palenkiller. Geil, oder? Tschüss. Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Oh! Boah, habe ich sie alle erwischt? Nein, leider nicht. Was? Das ist, nur drei Mann übrig. Ich habe noch erwischt. Nein! War da noch jemand? Ich habe sie doch alle weggehabt. Alter. Oh Gott, das war ja noch schlechter als eben. Oder? Holla, die Fee. Warum eigentlich? Der außer Sicht ist, der trifft mich. Und so, da ist noch einer. Huh. Lad mal nach, Max hier. Da war auf jeden Fall noch jemand. Okay. No, of course. Erst tun sie so, als ob sie mich nicht sehen. Scheiße. Oh, immerhin. Ach! Ach!
Scheiße. Okay. Okay, ja, ich hab da keinen gesehen und so, ne? Jetzt kommt er mal, jetzt ist aber mal. Jetzt schlägt's aber 13 hier. Von wo werde ich denn da beschossen? Von wo werde ich denn da überall getroffen? Mensch, das sind doch nur. Alter, komm schon. Lass mich doch wenigstens ein bisschen mich bewegen. Ach komm. Natürlich. Ich bin sofort tot. Alter. Die sehen mich noch nicht und ich bin tot. Ja. Ich sehe die noch nicht und ich bin tot. Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich da sofort tot bin. Was geht denn hier falsch? Ach, da hinten. Was? Oh, nö. Was ist das denn jetzt gewesen? Max will einfach mal gar nicht zielen. Ja, wie ich es doch liebe, ne? Kein Schuss trifft, ne? Sag mal, was ist das denn? Das gibt's doch nicht! Ich treff... Ich mach dem keinen Damage! Ich schieß da genau auf den... Natürlich überlebt er das, natürlich. Meine Güte. Mein Eindruck von der Sache, der konnte mich doch genauso schlecht sehen wie ich ihn. Warum zum Teufel? Warum zum Teufel dann kann der mich so genau treffen? Puh, Max, Max, Max. Du machst also mal Sachen mit deinem Gewehr, nimmst es dämlich hoch. Oh Mann, diese Stelle ist aber richtig mies. Was ist das denn für ein Käse, Mann, jetzt hier? Ganz ehrlich. Ah nein! Von wo? Todos seguindo adiante rumo ao alvo. Come on. Wetten. Alter. Guck mal, der kann mich nicht sehen. Aber schießt genau richtig. Ja, ich kann ja, bin handlungsunfähig, ne? Okay, der klappt, der kann mich doch sehen, so ein bisschen. Aber das sind doch noch zwei, oder etwa nicht? Ja, genau, handlungsunfähig. Sobald ich auch nur versuche aufzustehen, kriege ich voll eine rein. Mann, das ist doch gemein. Mann, da trifft er mich nicht, wenn ich da am Boden liege. Ich kann ihn halt auch nicht treffen, aber das ist mal... Nein, gar nichts. Gut, ich probiere es jetzt noch einmal. Und... okay. Einmal. Dann würde ich sagen, war es das für diesen Part. Und stellen wir uns diese Herausforderung im nächsten. Vielen Dank fürs Zuschauen.